Du sagst gerade, dass ein Muslim nicht von einem Christen erben darf, auch wenn es familiär ist, zum Beispiel Eltern, Großeltern, danke für die Zeit und Mühe. Ich habe gesagt, das ist die Meinung der Gelehrten und sie beziehen das, wie Imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, er bezieht das auf die Zeit von damals, von Kriegsleuten, die in Mekka gelebt haben. Und er sagt, der Muslim darf von einem Nicht-Muslim erben, weil dadurch der Muslim auch gefördert und gestärkt wird in seinem Leben. Ja? Und er bezieht das auf, wie gesagt, auf Harbis, also auf die Kriegsleuten von damals. Und es gibt natürlich andere Gelehrten, die schaffen hier einen mittleren Weg. Die sagen, wenn die Erbschaft verboten ist zwischen Nicht-Muslim und Muslim, dann soll der Vater bzw. die Mutter ein Testament lassen, ein Testament schreiben. Und wenn er ein Testament schreibt, dann darf er von dem Testament nehmen. Das ist dann keine Erbschaft, sondern das ist einfach ein Testament, Al-Wasiyya. Al-Wasiyya, er darf bis zu einem Drittel schreiben. Er darf bis zu einem Drittel des Vermögens schreiben. Ich persönlich neige zu der Meinung von Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, dass ein Muslim von Nicht-Muslim erben darf. Wallahu ta'ala a'la wa Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.